Hank Pear. So, diese Scheiße. Liebe Freunde, nochmal von vorne. Nein! Liebe Friends, herzlich willkommen auf Aircrime TV. Ja, willkommen zum schlechtesten Intro ever! Ich glaube, das wird heute das schlechteste Video. Nee, das wird mit Abstand das Beste. Warum? Freunde, okay. Ich habe eine Frage an euch, die ist sehr schwer. Ich beleuchte mal. Der OB, ja. So. Also, ja, geh mal hier hin. Okay, liebe Freunde, wer bin ich? Also, zu diesem Kleidungsstück, da identifiziert man wen mit ein bisschen. Also, wer bin ich? Liebe Freunde, wem könnte dieser Hut gehören? Ich gebe noch einen ganz kleinen Tipp, nur einen ganz kleinen. Schwenk nochmal weg. Okay, jetzt. Ein kleiner Tipp für euch, liebe Freunde, wer könnte das sein? Okay. Hä? Was ist denn hier? Freunde, immer wenn ihr einen kurzen Snack braucht, ein paar... Wie hast du die genannt früher? Früher habe ich die Kaschelfkerne genannt. Freunde, morgen fliege ich... Ja. Fliege ich nach Berlin, liebe Freunde, ungefähr so. Die geheimen Projekte gehen weiter, liebe Freunde. Wir werden vielleicht ein ausführliches Video dazu machen, aber ich bin jetzt erstmal ein, zwei Tage in Berlin, liebe Freunde. Liebe Friends. Schreibt mir, was geht. Tschüss. Ihr wisst es, aber nur die Geilen und 18 plus. Schau mal, was der Jerika so macht. Ja, Freunde. Letztens, erinnert euch noch, ihr habt das Video unlocked. Mhm. Mehr ist mir gerade nicht eingefallen, aber diese Karte ist für euch, für alle Supporter. TV im Moment, wow. Auf so einem Level wirklich. Das hatte doch. Wie viel Daumen da? 70.000. 70.000? 80.000? Mehr als Hauptkanal, Alter. Freunde, TV, das ist wirklich, es geht nicht besser. Ja, liebe Freunde. Lass mal raus. Ja, ich glaube, wir gehen noch raus. Leute, bevor wir fahren, wir wollten gerade schon los und da hatte ich einen Geistesblitz. Ich habe so in den letzten Tagen so viele Mails von euch gelesen, so bei Facebook, bla bla bla, Insta-Kommentare. Und da haben sau viele gesagt, yo, Alter, mein größter Wunsch wäre es wirklich endlich mal nach Köln zu kommen und euch einfach so zu treffen. Und ich weiß ja, wie schwierig das ist, viele haben nicht die Möglichkeit. Deswegen habe ich jetzt gerade gedacht, es ist Nacht draußen, wie man unschwer erkennen kann. Und wir werden jetzt das Herzstück von Köln mit der Drohne, eine Nachtaufnahme, den Dom hochfliegen. Das wird die spektakulärste Aufnahme ever auf TV. Freunde, kommt mit. Höher. Der war richtig hoch. Oh mein Gott. Hey. Hi. Das ist André, Cengiz. Hi. Scheiße, sind wir jetzt in eurem Video. In eurem Aircrime TV Video. Ja. Ja, wieso nicht? Können wir mit meinem Handy auch noch. Können wir mal mit Jan ein Foto machen? Das weiß ich gar nicht. Oh, we look forward to seeing your stuff. Yeah. Wo lang yeah, this is yeah, beautiful. So have a good night. Good fight. Good fight. Liebe Freunde. Bellissima! Freunde, wir sind da. Die Aufnahmen selber haben wir jetzt natürlich noch nicht gesehen. Ich hoffe natürlich, wir konnten das Herz von Köln etwas näher bringen. Ja, liebe Freunde, es ist jetzt... ich weiß gar nicht, wie ich spät. Warte, ich gebe dir die Uhrzeit. Es ist... 0:56. Liebe Freunde, heute in unserem Lieblingsgame Heroes of the Storm. Dum, dum, dum. Kommen heute zwei neue Charaktere und deswegen, die kommen um 3 Uhr und da bleiben wir natürlich so lange wach, weil wir, die Pro-Gamer, müssen natürlich, ihr seht es hier, Training. Guckt euch das an. Beine und Arme müssen trainiert werden. Wir müssen unsere Reflexe stärken. Liebe Freunde. Wenn da wer kommt, dann machen wir so ins Face. Ist scheißegal, wer da kommt. Ich fick jeden. Viele wissen es auch gar nicht. Wir haben das schon mal gesagt. Ich weiß noch, als letzte Weihnachten kam das neue WoW-Add-on und da haben wir euch gesagt, jo, das ist für uns immer so wie Weihnachten, wenn sowas Neues kommt. Viele wissen von unserer Pro-Gamer-Karriere gar nichts, weil wir das nicht so durchscheinen lassen. Ja. Wie gesagt, zwei neue Charaktere kommen. Das ist für uns so ein mega wie Geburtstag. Wir freuen uns darauf. Also, bleiben wir noch wach, Freunde. Ein wahrer Pro-Gamer ist, der ist gar nicht so auslädt. Ein wahrer Pro-Gamer ist der gar nicht wie ein Pro-Gamer aussieht. Wie
sieht denn ein Programm aus? So wie ich. Ja, dann bist du ja keiner. Oh. Für 50.000 Daumen ziehe ich mich aus. Oh. Ja, ich glaube, das reicht schon wieder für heute. Die ja, liebe Freunde, bis dann, Mann.